Herzlich willkommen zu unserem Kurs Programmieren mit Python, der 34. Folge. Mein Name ist Frederik Weitz und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. So, ich hatte euch ja eine ganze Menge versprochen in dem letzten Video. Wir werden das nicht in einem einzelnen Video packen. Und erstmal muss ich auch so ein bisschen zeigen, was wir überhaupt vorhaben, damit ihr wisst, okay, darauf läuft es hinaus. Wir hatten uns ja angesehen, wie man mit Klassen umgehen kann und wie man von Klassen durch Vererbung weitere Klassen erschaffen kann. Und das wollen wir jetzt ausnutzen und wollen daraus dann so eine richtige kleine Bibliothek mit sehr unterschiedlichen Funktionen, aber eben auch mit großen Ähnlichkeiten erstellen. So, und so soll das Ganze dann hinterher aussehen. Es gibt also unsere Klasse Knopf und die Klasse Taste, die davon abgeleitet ist oder das vererbt hat. Das gibt es immer noch. Wir werden allerdings ein paar Änderungen vornehmen. Dann möchte ich über den Knopf eine Klasse erstellen, die heißt Hotspot, von der sich Knopf selber ableitet. Dann hatte ich ja euch gesagt, werden wir eine Klasse programmieren, wo man auf den Knopf statt eines Strings oder einer Zeichenkette ein Bild erstellen kann oder draufbringen kann. Dann werden wir einen bewegten Knopf machen, also einen Knopf, den man verschieben kann, während man ihn gedrückt hält. Und wir werden uns ein bewegtes Bild erstellen, das man eben auch verschieben kann, wenn man mit der Taste, mit der linken Maustaste draufgeklickt hat. So, und ihr seht schon, ich habe hier so eine Art Hierarchie erstellt. Knopf leitet sich von Hotspot ab. Taste leitet sich von Knopf ab, B-Knopf leitet sich auch von Knopf ab, M-Knopf leitet sich von B-Knopf ab und M-Bild von M-Knopf. So, und das wollen wir uns jetzt erstmal in der ganz in Ruhe, allerdings werden wir uns das jetzt hier in der Praxis ansehen. So, wir sind immer noch bei unserer Probe -01, zumindest habe ich das so genannt. Ich habe das jetzt gar nicht groß verändert oder habe jetzt programmiere immer parallel in einer anderen Datei und verändere dann hier unsere Programmdatei während des Videos. So. Und wir haben unsere Klasse Knopf und in unserer Klasse Knopf möchte ich jetzt als allererstes mir eine Oberklasse anlegen und dazu kopiere ich mir einfach, weil ich das sonst zu mühsam finde, kopiere ich mir einfach auch die Anmerkungen und schreibe hierhin Hotspot. Jetzt mache ich das Ganze hübscher. So, und dann seht ihr das. So, die Klasse Hotspot, die dann demnächst die Oberklasse wird für unseren Knopf. So, und jetzt brauche ich als erstes einen Konstruktor und da ich bei dem Hotspot, das ist sozusagen ein leeres Feld, das nur überprüfen soll, ist dort die Maus drauf oder ist sie nicht drauf, und dieser Hotspot, da brauche ich nichts zu zeichnen, aber ich muss auf jeden Fall schon mal das Rechteck definieren. Und jetzt hole ich mir einfach mal den Konstruktor von der Klasse Knopf. Den kopiere ich mir mit String C, hole den nach oben und sage, gut, okay, self.x-rec brauche ich, also x und y Punkt der linken oberen Ecke, dann brauche ich die Breite und die Höhe. Aber die Farbe, die brauche ich nun nicht. So, die kann ich schon mal wegmachen. Das ist das Erste. Und dann möchte ich meinen Hotspot nicht daraufhin auslegen, ob die Maustaste gedrückt ist, sondern einfach nur, ob sich die Maus über der Taste befindet. Und deshalb schreibe ich mir hier noch eine weitere boolsche Variable, nämlich ein Over. Und Over ist false, weil wir annehmen, dass die Maus nicht über der Taste ist und wird auf True gesetzt, auf wahr, wenn sich die Maus darüber befindet.
dem müssen wir auch gleich Rechnung tragen. So, jetzt gehen wir aber erstmal in unseren Konstruktor Knopf hinein. Dort habe ich jetzt schon eine ganze Menge definiert, nämlich die vier Werte für das Rechteck, und ich habe den Screen idealerweise schon übergeben. Das heißt, ich kann mir hier aber auf jeden Fall aus dem Datenfeld all die benutzten Werte herauslöschen und habe damit ein wesentlich freundlicheres Bild von dem Konstruktor. Das ist nicht mehr so überladen. Der Nachteil ist natürlich, dass ich, wenn ich einen Konstruktor aufrufe von einem, mit einem anderen Konstruktor, dass ich dann die Daten oder nicht sehe, welche Daten der schon mit sich bringt. So, das ist aber das allererste, was ich jetzt hier machen muss. Ich muss nämlich den Hotspot, den Konstruktor aufrufen. Hotspot Punkt, dann der doppelte Unterstrich init Unterstrich und dann self, und übergeben werden soll der Bildschirm. Falls ich den Knopf direkt definiere, braucht der Hotspot schon den Bildschirm. Das ist das Erste, was ich machen muss. Dann muss ich dem Knopf sagen, du bist abgeleitet von dem Hotspot. Das heißt, ich schreibe in die Klammer hinter dem Klassennamen, schreibe ich Hotspot rein. So, das wird jetzt noch nicht funktionieren, denn wir haben noch eine ganze Menge anderer Sachen zu tun. So, das Erste, was ich jetzt auch tun kann, ist, dass ich sage, die Definition von der Position der linken oberen Ecke und von der Breite und Höhe, die kann ich mir jetzt erstmal hier oben rein kopieren, weil die brauche ich beim Hotspot auch. Und dann kann ich die hier unten löschen, weil das ist ja sozusagen dasselbe, das wird jetzt nur vererbt. Aus- und Anfarbe darf ich nicht verändern, weil die beiden eben tatsächlich mit dem Knopf selber erst in Erscheinung treten. So, was kann ich noch machen? Eigentlich jetzt nichts mehr, denn der Mausklick, der soll nicht zum Hotspot gehören. Hotspot soll tatsächlich nur abfragen, ist der Cursor von der Maus über dem Hotspot oder ist er das nicht? So, und dafür muss ich jetzt dem Hotspot noch eine Hauptfunktion geben, die einfach überprüft, sind die beiden angegebenen Werte über dem Feld. So, und hier kommt jetzt meine Hauptfunktion rein. Und da definiere ich eine neue Funktion, nämlich ein Posover self, x, y. Wir übergeben also zwei Werte. Und das sind natürlich die Werte von dem Mauszeiger. So. Und jetzt muss ich im Prinzip das, was ich hier unten für Ja-Klick gemacht habe, nehmen, ohne dass ich das hier vorne, dieses Self-Hold, das geht uns noch nichts an, weil wir wollen noch nicht wissen, ob die Taste, ob die Maus geklickt ist. Ich muss mir einfach nur diese ganze Linie muss ich mir holen durch String C, also durch ein Kopieren. Jetzt gehe ich nach oben und schreibe die hier rein. Gehe zum Zeilenanfang und nenne das Ganze jetzt eben nicht Ja-Klick, sondern das soll gespeichert werden in der Position Self-Over. So, ganz klar ist auch, dass in dieser ganzen Zeile, wenn jetzt die Maus den Bereich verlässt, ausgerechnet wird, dass das Ganze false wird. Also ich muss nicht nochmal irgendwie was abfragen, sondern einfach anhand von diesen Werten x und y vergleicht er und sagt dann, okay, da, einmal kommt falsch raus, einmal kommt wahr raus. So, und das Ganze gebe ich jetzt auch zurück als self.over. Mehr brauche ich nicht. So, und damit haben wir schon unsere Klasse Hotspot definiert. Jetzt kommt eine ganz angenehme Sache dabei. Ich kann nämlich hier unten, wo ich das Not Self-Hold habe, da kann ich jetzt das ganze andere rauslöschen,
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich ja die Abfrage, wo sich der Mausklick befindet, weil der schon vorher abgefragt wird. So, ich gehe also hier hin und schreibe einfach hin self.mouse mit POSOver. Ne? POSOver war die. Also POSOver. Reingehen. So. Und hier muss ich jetzt erstmal nur die Werte x und y übergeben. So. Also er überprüft mit dem Self-Postover, ist es in dem Bereich drin? Und er überprüft, ist Self-Hold geklickt oder ist er nicht geklickt? So. Und mehr passiert erstmal nicht. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und laufen lasse, jetzt muss ich aber in mein anderes Programm reingehen, nämlich in das Probe 1, dann hoffe ich, dass das jetzt keinen Fehler ausgibt. Wir gucken mal rein. So. Also es sieht erstmal ganz gut aus. Ich kann draufklicken auf die Tasten und das macht mir alles, was ich haben will. Auch hier macht es mir gut, wunderbar. So, also, und ihr seht jetzt, wie man sich aus einer Klasse eine höhere Klasse ableiten kann. Das macht man immer dann, wenn man sagt, gut, ich habe eine Grundfunktion, aber diese Grundfunktion, die brauche ich vielleicht auch noch für eine andere Klasse oder vielleicht auch noch mal als eine extra Klasse für das Programm. Und dann verlagere ich einfach einen Teil aus meiner Klasse in eine höhere Klasse aus, nämlich das, was ich als ja, also als Skelett oder als Grundfunktion ausgelagert haben will und übernehme dann diese ganze Klasse einfach durch Vererbung in die Klasse, die ich bisher programmiert habe. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man entdeckt während des Programmierens, okay, da könnte ich mein Programm erweitern oder da könnte ich es mir vereinfachen, indem ich mir eine neue Klasse erschaffe. Eine, die sozusagen erstmal so ein paar kleinere Funktionen abdeckt und dann natürlich auch weitergegeben werden kann und vielfältig weitergegeben werden kann. Gut, ich hoffe, euch ist jetzt ein bisschen klarer geworden, was das objektorientierte Programmieren ist. Das ist, wie gesagt, so das Allerwichtigste, was so in den letzten 25 Jahren auf dem Programmiermarkt erschienen ist, dass es eben wirklich dieses objektorientierte Programmieren gibt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine Ahnung davon, was einem das alles erleichtern kann beim Programmieren. Und wir werden natürlich uns das jetzt noch sehr viel genauer ansehen mit unseren nächsten Klassen, wo wir dann eben immer die Funktion, die Grundfunktion weitervererben und gelegentlich auch ein bisschen umändern, ohne eben wirklich viel machen zu müssen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir dann anfangen, einen Bildknopf uns zu erstellen. Bis dahin.